Die Brennstoffzelle. Wie Hengst die Zukunft heute schon lebt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Hengstgarage. Mein Name ist Ronald und heute haben wir etwas Außergewöhnliches auf der Werkbank und einen Kollegen an der Werkbank. Heute haben wir Matthias zu Gast. Er wird uns sicherlich viel Interessantes über die Brennstoffzelle berichten können. Hallo Matthias. Hallo Ronald. Was ist deine Aufgabe bei Hengst? Ja, ich bin bei Hengst Produktmanager und verantworte die Komponenten rund um die Brennstoffzelle, die irgendwas mit Filtration und Separation zu tun haben. Es werden derzeit viele mögliche Antriebsvarianten diskutiert. Welchen Stellenwert hat die Brennstoffzelle? Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr interessante Frage und derzeit kann man das eigentlich in Gänze noch gar nicht beantworten. Wie du bereits gesagt hast, gibt es ultra viel verschiedene Antriebsvarianten. Es gibt rein batterieelektrische Antriebe, es gibt Wasserstoffverbrenner, Wasserstoffbrennstoffzellen, aber auch Methanol wird diskutiert. Wo kann Methanol eingesetzt werden? Direkt Methanolbrennstoffzelle oder Methanolverbrenner. Wir sehen aber derzeit, dass sehr viel im Bereich der Infrastruktur und der Herstellung von Wasserstoff investiert wird. Und deswegen wird es auch früher oder später einen Markt für die Brennstoffzelle geben. Matthias, wie funktioniert eigentlich so eine Brennstoffzelle? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, eine Wasserstoffbrennstoffzelle funktioniert, indem Wasserstoff und Sauerstoff so reagieren, dass elektrischer Strom erzeugt wird. Und eine Brennstoffzelle, wie der Name schon sagt, man hat einzelne Zellen. Das sind so flache Bauteile, wo der Katalysator dran angeordnet ist, wo eine Membran drin verbaut ist. So im Detail muss man das jetzt gar nicht wissen. Aber so eine einzelne Zelle erzeugt ungefähr 0,8 Volt. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was man braucht, um jetzt zum Beispiel einen LKW anzutreiben, dann braucht man 400, 800 Volt für die Traktionsmaschine, für den E-Antrieb. Entsprechend muss man ganz viel von diesen einzelnen Zellen hintereinander rein, um auf die Leistung zu kommen, auf die Spannung zu kommen. Also man hat Sauerstoff, Wasserstoff, man hat auch Verlustleistung. Ähnlich wie beim Verbrennungsmotor muss man die irgendwie abführen und dafür hat man noch ein Kühlsystem. In der Regel ist das ein Flüssigkühlsystem. Du sagtest Sauerstoff, Wasserstoff, Kühlmittel. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Ja, der Sauerstoff, den kriegt man aus der Umwelt. Den saugt man irgendwo an über einen Kompressor. Ja, auch vergleichbar wie beim Verbrennungsmotor, wird er angesaugt, aufbereitet. Eine Brennstoffzelle mag es wohlig warm, feucht und sauber. Mhm. Das heißt, ich habe einen Kompressor, ich habe einen Ladeluftkühler, ich habe einen Befeuchter. Das ist eine neue Komponente, kennt man vom Verbrenner so nicht, um die Luft so zur Verfügung zu stellen, dass es für die Brennstoffzelle gut funktioniert. Dann habe ich natürlich noch irgendwo mein Wasserstoffsystem. Für Anwendungen wird der Wasserstoff gasförmig transportiert, kann aber auch flüssig transportiert werden. Das Wasserstoff wird jedenfalls zudosiert zu der Brennstoffzelle. Und das Besondere ist, das ist vielleicht vergleichbar mit einem Common Rail System beim Verbrennungsmotor, es wird immer ein bisschen mehr zudosiert, als man braucht. Und der Rest an Wasserstoff, den will man natürlich nicht wegschmeißen oder verschwenden. Der wird wieder rezirkuliert. Genau, und als drittes hat man irgendwo ein Kühlsystem. Anders jetzt als beim Verbrennungsmotor, wo ich viel Verlustwärme über den Abgasstrang raustreibe. Das ist eigentlich schon mein Kühlsystem beim Verbrennungsmotor. Mhm. Habe ich das bei der Brennstoffzelle nicht. Das heißt, ich muss sehr viel meiner Verlustleistung, der Wirkungsgrad des Stacks selber liegt bei 65% meinetwegen oder 70%. Und der restlichen 30% muss ich irgendwie über das Kühlsystem abführen. Das heißt, ich habe ein Kühlsystem, was vergleichbar aussieht wie beim Verbrennungsmotor, aber es gibt einzelne kleine Unterschiede. So zum Beispiel brauche ich dadurch, dass ich meine Komponenten, meine elektrischen Komponenten, eine Brennstoffzelle erzeugt der Strom, direkt kühle, habe ich Anforderungen an sehr niedrige Leitfähigkeiten am Kühlmittel. Das ist jetzt auch so ein Unterschied zum Verbrenner. Das ist ein besonderes Kühlmittel. Ich muss besondere Vorsehungen treffen. Ich brauche noch einen Filter da drin. Du sprichst an, Filter. Was macht Hengst jetzt in diesem ganzen großen Ballon Brennstoffzelle? Ja, ich hatte schon gesagt,
Machen wir mal direkt weiter beim Kühlsystem. Ich hatte gesagt, dass wir die elektrischen Komponenten direkt kühlen. Und ich habe über die Zeit auch immer Auslagerungen an Ionen, sogenannte Ionen, die sich im Kühlmittel auslagern. Und Ionen bedeutet immer, ähnlich wie beim Salzwasser, also das Wasser selber ist nicht leitfähig, aber das Salz da drin. Und so genauso habe ich es auch bei der Brennstoffzelle. Ich habe Ionen, die ausgetragen werden durch Komponenten, durch Kühler, durch alle möglichen Bestandteile, die in Kontakt mit dem Kühlmittel sind. Und die versuche ich wieder rauszuholen aus dem Kühlsystem. Und das gelingt mir zum Beispiel mit einem Ionentauscher, wie man es hier auf dem Tisch sieht. Ja, das ist sehr vergleichbar wie auch mit einem Öl- oder Kraftstofffilter. Man hat irgendwo eine Kartusche, die ist gefüllt mit dem Ionentauscherharz. Mhm. Die wird durchströmt mit dem Kühlmittel und das gewährleistet mir eine niedrige Leitfähigkeit. Die brauche ich für die Brennstoffzelle. Dann habe ich aber noch weitere Filtrationsanforderungen. Beispielsweise im Wasserstoffkreislauf, hatte ich gesagt, haben wir irgendwie eine Rezirkulation. Und man kann sich merken, eine Brennstoffzelle erzeugt sehr viel Wasser. Das heißt, wenn ich irgendwie was rezirkuliere und ich erzeuge in der Brennstoffzelle Wasser, dann muss ich irgendwie das Wasser da wegbekommen, weil sonst werden meine Kanäle verstopft. Sonst habe ich andere Effekte, die die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle runterbringen. Und dafür haben wir auch ein Abscheidersystem entwickelt, was am Wasserstoffkreislauf der Brennstoffzelle so funktioniert, um Wasser effektiv abzuscheiden, kombiniert mit einer cleveren Ventiltechnik. Kann man auch integrieren in so ein Kunststoffmodul, sodass dort das Wasser auch effektiv abgeschieden wird. Und als drittes hatte ich vorhin schon mal gesagt, wir brauchen sehr saubere Luft. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Filter, weil in der Umwelt habe ich alles Mögliche, was ich nicht in der Brennstoffzelle haben will. Und das kennen wir ja auch vom Verbrenner. Ich habe einen Ansaugluftfilter, der Partikel abscheidet. Und bei der Brennstoffzelle kommt noch hinzu, dass ich Gase abscheiden muss. Das heißt, ich habe nicht nur einen Partikelfilter, sondern auch einen Gasfilter, der mir Schwefel abscheidet, Stickoxide oder Ammoniak. Und dafür haben wir ein Filtersystem entwickelt, was das sehr effektiv tut. Matthias, und so einen Filter hast du uns mitgebracht? Ja klar, hinter dir steht so ein Luftfilter für eine Brennstoffzelle. Können wir uns den mal angucken? Ja klar, warum nicht? Und hier sieht man schon ganz gut, man hat irgendwo zwei Filtrationsstufen. Das eine ist eine Partikelfiltrationsstufe, in diesem Fall mit einem Zellulosemedium umgesetzt, wie wir das auch von anderen Filtrationsanforderungen kennen. Mhm. Und dahinter ist eine spezielle Filtrationsstufe, genau für diese Gasabscheidung. Da sind spezielle sogenannte Adsorbenzien drin, das sind Materialien, die Gase aus der Luft herausfiltern. Und das haben wir integriert in einem Filtersystem. Mhm. Und um die Brennstoffzelle effektiv zu schützen. So, noch eine Frage zum Abschluss. Wo sehen wir deiner Meinung nach in nächster Zukunft diese Produkte auf dem freien Markt, in der Werkstatt? Wo sehen wir die? Ja, auch eine gute Frage. Ich hatte am Anfang gesagt, was sich ja letzten Endes in der Breite durchsetzen wird, steht so ein bisschen noch zur Diskussion. Grundsätzlich, Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es schon. Wir haben ja bereits heute Autos auf der Straße, es sind noch nicht viele. Zum Beispiel von Hyundai oder Toyota und auch verschiedene andere Hersteller haben Initiativen in diesem Bereich. Und es fahren heute schon Lkw-Flotten auch, die sukzessive erweitert werden. Wir erwarten gegen Ende des Jahrzehnts, dass erste auch große deutsche Truck-Hersteller auf den Markt kommen mit ihren Produkten. Wichtig ist zu erwähnen, diese Systeme sind neu. Wie und in welcher Form jetzt Werkstätten an der Wartung wirklich beteiligt sind, kann ich derzeit noch nicht abschätzen. Also wenn sich das im Massenmarkt durchsetzen wird, dann wird es am Anfang so sein, dass wahrscheinlich Spezialwerkstätten für die Wartung dieser Systeme verantwortlich sind. Aber klar ist auch, wenn es ein Standard wird, wird es auch durch Werkstätten abgeleistet werden müssen. Und wenn ich eine Wette machen müsste, würde ich schätzen, dass wir in 10 Jahren über solche, über diese Themen vermehrt sprechen werden. Heutzutage ist es eine Nische, aber ich erwarte, dass es im nächsten Jahrzehnt auch sich ausbaut.
Matthias, vielen, vielen Dank, dass du uns hier heute Rede und Antwort gestanden hast. Ich würde mich freuen, wenn wir in einiger Zeit nochmal hier zusammenkommen und du kannst uns neue Informationen zum Thema Brennstoffzelle geben. Vielen, vielen Dank. Wow, das waren tolle, neue und viele Informationen. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal in der Hengstgarage. Euer Ronald.